Hallöchen, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück bei Nier Automata, wo wir in der letzten Folge nicht nur Meister Servo ausgeschaltet haben, endlich abschließend, sondern auch den Einsiedler wieder befreit haben. Und ja, mal schauen, was uns heute erwarten wird. Was ist? Oh nein. Oh nein. Müssen wir etwa noch ein weiteres Mal diesen kleinen Rosenkacker da rausholen? Oder ist es eine andere Quest? Ich weiß es jetzt gerade nicht sicher. Ich schaue mal nach. Okay, na gut. Selbst wenn, wir wissen ja jetzt, wie wir die Einstellung... wie wir es einstellen müssen, damit es funktioniert. Aber trotzdem... wäre jetzt eher nur so mittelmäßig. Gut. Man kann nicht alles haben. Achso, wir müssen nochmal bei der Gelegenheit schnell speichern, wenn wir gerade schon mal an solchen Automaten sind. Damit wir Meister Servo nicht nochmal ausschalten müssen. Wir haben ihn ja im Prinzip zweimal sogar besiegt, weil er ist ja, nachdem wir ihn das erste Mal auf Level 60 geschlagen haben, nochmal wieder respawned mit der vollen Lebensenergie, weil er uns dann auf Leben und Tod besiegen wollte. Und ich bin echt froh drum, dass wir ihn hacken konnten, weil hätten wir das nicht gekonnt... Boah. Ich glaube, es wäre echt hart gewesen, gegen ihn zu kämpfen. Weil man hat ja gesehen, dieses letzte fitzliche Energie, was er hatte, wie lange wir dafür gebraucht haben, um ihn das abzuziehen mit herkömmlichen Angriffsmethoden. Puh, ja. Aber wir haben es ja geschafft, alles gut. Ist ja nicht... gerade irgendwie hier. Jetzt mal kurz zu machen. So. Dann hier, hallo. So, eben kurz einmal schnell speichern. Alles klar. Und dann gucken wir mal, wo ist denn die Quest? Ja, es ist wieder eine. Ja, ja. Ja, ja. Na, ja, ja. Ach Gott. Hallo, meine Android-Freund. Ich kann nicht glauben, dass ich das sagen muss, aber mein Sohn hat sich anscheinend erneut eingesperrt. Schon wieder? Was willst du? Du alte Schroller, hast dein Kind nicht im Griff, oder was? Er schien sich gefangen zu haben. Er hat sogar einen Schwarm mit seinem Schwarm gesprochen, aber gestern gab es einen Rückfall. Es ist mir unsagbar peinlich, aber könntest du mir doch einmal helfen? Eigentlich müsste ich jetzt pauschal ablehnen, aber dann kriegt er... ja, das bringt mir nichts. Also helfen wir immer. Na gut, was soll's. Das wird spaßig. Alter, der macht sich da auch noch einen Spaß draus. Du sollst da drin verrotten. Du sollst nicht auch noch stolz sein, dich vor der Welt zu verstecken. Und überhaupt, du hast doch jetzt eine Freundin. Vielleicht. Ich erzähl's dir, wenn du mein Schloss aufkriegst. Dämlich ist das denn? Boah, diese so pubertierende Kinder, ne? Ganz schlimm sowas. Der dauerhafte Einsiedler angenommen. Ja, ich probiere es erst einmal so, nur um zu gucken, was uns jetzt gleich erwartet. Aber wir werden wahrscheinlich wieder die Einstellung runterschrauben müssen. So, erstmal hier gucken. Wow, das ist ja komplexer als vorher. Alter, jetzt greifen mich sogar schon komische Viecher an. Boah. Alter. Okay, ich glaube, hier geht es weniger um Geschwindigkeit, als mehr darum zu überleben. Vielleicht schaffen wir es dann doch so. So, hier, zack, zack, zack. Okay, gut, das war jetzt doch nicht so schwer wie erwartet. Aber gut. Du hast gewonnen. Weißt du eigentlich, wie viel Ärger du damit allen machst, junger Mann? Also, weißt du's? Okay, Junge, raus damit. Was ist los? Jetzt spielen wir guter Kopf, böser Kopf, oder wie? Ich hab's versucht, okay? Ich bin raus und hab mit jedem gesprochen, den ich getroffen habe. Sogar mit diesem Mädchen. Hat Spaß gemacht. Aber dann wurde es schwer. Es bleibt ja nicht beim Reden. Man muss zwischen den Zeilen lesen und so. Also habe ich beschlossen, dass es für mich einfacher ist, zu Hause zu bleiben.
Aber jetzt habe ich einen Traum. Ich will der beste Einsiedler überhaupt werden. Nächstes Mal mache ich ein Schloss, das du in einer Bazillion Jahre nicht aufkriegst. Hast du meinen Liebling gehört? Er hat sich ein Ziel gesetzt, wie wundervoll. Alter, was ist denn das für eine Mutter? Was ist das für ein Kind? Was ist das für eine Familie? Was ist das für ein Spiel? Und alles dank dir. Im Endeffekt, ja, okay, jetzt bin ich auch noch schuld. Nicht der Rede wert. Warum habe ich das Gefühl, dass wir wieder von vorne anfangen? So, jetzt kriegen wir ein paar Köpfe, Schadensaugen plus 3 Schiffsfähigkeiten und Maschinenrumpf, große Erholung. Alles klar, dauerhafter Einsiedler abgeschlossen. Gut, Life is so sad. Muss ich irgendwie an hier Traumschiff Surprise denken? Alles klar, so, können wir einfach nochmal kurz, just for fun, gucken? Hier eigentlich auch unseren... So, gut, bevor wir können, kurz zu klar machen, was dir gefällt. Ne, hier können wir, glaube ich, nur unsere Schwerter upgraden, okay. Da fehlen uns Sachen für Motorklinge. Ja, und ich überlege, ob ich halt einfach mal wieder so ein bisschen Sachen upgraden soll. Meteoritsplitter. Bernstein. Ich meine, wir finden die Sachen ja alle. Ach komm, weißt du was? Zack. So haben wir die zumindest alle schon mal auf Stufe 3. Was nehmen wir noch? Komm, dann machen wir hier unten mal die Motorklinge. Zack. Und zack. 600. Was hat die denn jetzt? 448 bis 560. Ja gut, hier mein Speer ist natürlich immer noch besser. Dämonenschrei fehlen mit Dinge für. Graus Blutschwur genauso. Okay. Eiserner Wille. Können wir eigentlich einfach nur mal, damit wir die Sachen auch im Besitz haben, würde ich sagen, kaufen wir uns die einfach mal alle. Nein, nicht ausrüsten. Upgrade, Schwertyp 40. Aber ist es so klug, jetzt alles dafür auszugeben? Was soll's. Hier, verbeulter Sockel, zack. Hier auch, zack. Wir finden ja eh mehr als genug von dem ganzen Zeug. Und Geld kostet es in dem Sinne für uns auch nicht. Maschinenspeer, Maschinenaxt. So, mehr können wir gerade nicht machen. Aber nichtsdestotrotz würde ich einmal ganz gerne ins Widerstandslager, um zu gucken, ob wir unseren Pott verbessern können. Maschine, Power-Up Typ K oder Power-Up Teil K. Ich glaube, wir konnten das machen, aber wir brauchten noch ein paar von diesen Billos-Ressourcen oder sowas. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, sind wir heute auch noch länger beim Sidequesten dran, als ich gedacht habe. Ich hatte eigentlich gedacht, dass wir es in der letzten Folge dann abschließen werden, aber... Nun gut, wir müssen es ja machen, so ist es nicht. So, das war hier, Shop. Guten Tag, kommen Sie hier, nicht wahr, bla bla bla. Wartungsshop, was darf es denn sein? Ich möchte ganz gern hier was verbessern. Pot verbessern. Pot A. Ich brauche reines Wasser dafür. Power-Up Teil K und Naturkautschuk. Wo finde ich denn reines Wasser und Naturkautschuk? Ja, wenn man wenigstens... Kann man das... ich will mal eben kurz was schauen. So, wir haben ja hier auch Einheitendaten. Kleine Feder. Modell betrachten. So, dann sehen wir das hier. Okay. Aber wir sehen jetzt nicht, was die droppen, oder? Nee. Freundliche Maschinen. Maschine mit Traum, verliebte Maschine. Romeo, Julia, Vater Servo. Ach, das soll eine freundliche Maschine gewesen sein? Alles klar. Tierliebende Maschine, Hochgeschwindigkeitsmaschine. Das wäre jetzt irgendwie cool, wenn wir einfach sehen könnten, was die droppen, aber... Naja. Oder gibt es hier irgendwo Roman, Archive, Waffen, Bilderbücher?
Wie ist das, wenn wir direkt auf die Gegenstände draufgehen? Materialien müsste das hier sein. Und dann reines Wasser. Hier. Klares, reines Wasser. Aha. Also kein Fehler. Ausfüllen, bestätigen, Geldmittel. Achso, das ist nur unser allgemeiner Status. Nee. Das fehlt mir ehrlich gesagt so ein bisschen. Einfach so eine Übersicht, wo können wir was finden. Komm, weißt du was, ich kaufe hier auch nochmal eben schnell gerade die ganzen Sachen, die wir hier kaufen können. Nein, ich möchte auch davon nichts ausrüsten. Kann ich die wenigstens nochmal eben schnell upgraden? Nee, kann ich nicht. Ich habe wahrscheinlich nichts mehr. Chromadraht, selbst das fehlt mir. So richtige Billo-Sachen fehlen mir mittlerweile sogar schon. Gut, ja, wo schlägt es denn, oder wo verschlägt es uns denn als nächstes Mal hin, liebe Freunde? Wir haben, achso, wo sind wir jetzt hier eigentlich? Hier, Maschinenlager. Ruinenstadt-Nahtum, hä, nee, Moment. So, und wir sind hier. So, jetzt mal wieder orientieren auf der Karte. Die weißen Maschinen können wir momentan nichts machen. Hier kommen wir noch nicht hin. Ich würde vielleicht nochmal... Prüfung der Sande ist Stufe 50. Ja. Und wir haben hier noch unser Zockerkolosseum. Ich würde vielleicht probieren, einmal nochmal die Prüfung der Sande in Angriff zu nehmen. Auch wenn es Stufe 50 ist. Ich meine, so weit entfernt ist es ja nicht. Vielleicht können wir die Gegner auch hacken, die wir bekommen. Wir haben ja jetzt mittlerweile ein kleines bisschen Erfahrung. Transport, Wüstenregion Mitte. Da. Oh, jetzt wäre mir fast hier der Controller runtergefallen. Ganz vergessen, dass der gar kein Kabel hat, an dem er sich festhalten kann. Gut, dann ist in dieser Folge halt eben auch nochmal ein bisschen Sidequesting, aber was soll's. Was wir jetzt machen, das haben wir später schon geschafft. Insofern, es werden ja nicht mehr Folgen dadurch. Ich sag mal, lediglich die Folgenverteilung ist ein wenig eine andere. So, komm, hier eben schnell speichern. Geht ja schnell, deswegen heißt es ja schnell speichern. Okay. So, wo ist es? Da müssen wir hin. Der einzige Ort, wo ich mich immer generell verfransen würde, wenn ich nichts markieren könnte. So, einfach mal so ein bisschen die Dünen runtersliden. Macht man ja privat auch immer ganz gerne. Ne? So. 300 Gold. Und dann geht's hier einmal rein. So, Tür zu. Warte, Musik. Okay, ich führe das jetzt nicht weiter aus. Hallo, sind wir mal da? Danke. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Ja, mach Platz für den Champion. So, wie sieht es denn hier aus? Möchte ich die Prüfung in Angriff nehmen? In der Tat. So, Prüfung 3, Stufe 50. Okay, was kommt jetzt? Alter. Oh Gott, nein. Siege alle Gegner innerhalb von 5 Minuten. What? Au. Ja, das war natürlich sehr klasse. Okay, ich glaube, wir müssen es mit Hacken machen. Anders, ja, das war natürlich auch wieder sehr klug. So, ja, das wird ein bisschen knapp werden, aber... Kriegen wir hin. Alles klar. So, mit Hacken geht's. Also zum Glück läuft das Ganze nicht weiter, während wir hacken. Boah.
Ciao. So. Vor allem, die sind da mit einem Schlag sofort down. Das finde ich gut. So, was kommt jetzt? Ist klar. Au. Gut, die sind relativ einfach, diese kleineren Maschinen. Oh, Moment, ich hab da... Ich bin aber auch doof. Ich muss das hier noch ausrüsten. Vor allem im Kampf mit Meister Servo. Gar nicht gemacht. Okay. Das war jetzt mein eigenes Vergehen. Ja, das... War eben das Problem, dass ich den Chip zu spät habe ausgerüstet. Ja, okay. So, ich würde aber gerade eben... Ich finde das eigentlich, die Idee, gar nicht mal so schlecht. Wenn wir jetzt hier aber einfach nur sagen, anpassen. Und ich sage jetzt mal, Unterstützungschips. Verdiene Erfahrung plus 10% mehr. Achso, den haben wir schon, die haben wir schon drin. Autogegenstand? Hä, warum hat denn der das nicht gemacht? Oh, okay. Warum hat er sich nicht geheilt automatisch? Das verstehe ich jetzt nicht. Gut, kann ich vielleicht hier noch irgendwas anderes reinmachen? Verlangsamte Welt nach perfektem Ausweichen, Autogegenstand. Aber ich habe Autogegenstand doch drin. Komisch. Okay. So, kann ich fürs Hacken vielleicht noch was reinnehmen? Übernahme, Stärkfängerstätte, Einheiten, Feindstufe plus 5. Ja, okay. Vor allem, warum kostet Übernahme plus 4 mehr als Übernahme plus 6? Heilabwehrrate auf Heilgegenstände von gehackten Feinden. Betäuben. Lärmfeind in einer 15-Meter-Explosion für 4 Sekunden. Das ist natürlich auch geil. Durch Kurzschluss. Komm, nehmen wir das nochmal mit rein. Von gehackten Feinden. 50% Chance auf Heilgegenstände von gehackten Feinden. Entzünden. Durch Kurzschluss. Ja, komm. Warum nicht? Aber ansonsten... Für Verteidigung noch irgendwas? Automatische Heilung. 0,6% LP nach 6 Sekunden ohne Schaden. Für jeden besiegten Feind. Das ist eigentlich ganz nice. Für jeden besiegten Feind. 17. Wie viel habe ich denn noch? 4. Geil. Ist ja Wahnsinn. Komm, dann nehmen wir die hier noch rein. Was soll's. Dann würde ich es vielleicht so nochmal eben probieren. Habe ich das jetzt ausgerüstet? Plug-in-Chips. Ja. Oh. Einfach mal spaßeshalber. Was ist, wenn wir... Wenn wir ihn jetzt hier bekommen? Was passiert jetzt hier? Oh. Oh. Entschuldigung. Können wir ihn hier auch in die Luft jagen? Aber was ist denn mit unserer Quest? Das war jetzt nur ein Test. Nur ein... Ja. So, komm, let's go. So. Einmal zum Mitnehmen, bitte. Au. Ja, einen Treffer habe ich dann noch abbekommen. Warum ist der jetzt nicht down gegangen? Hä? Au. Boah.
Puh, das war knapp. So. Oh, beide weg. Alles klar. So, dann machen wir hier weiter. Die waren ja jetzt ein bisschen einfacher. So, hier bitte einmal kurz hinter. Au. So. Dann gibt es ja erstmal so eine schöne Druckwelle. Ja, geil! So, hier dann einmal den hier. Bam, 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 bam. Boah, kommt, ich nehme mich auch nochmal eben schnell mit. Weil die anderen nämlich auch Damage bekommen. So. Das soll's sein. So, was haben wir jetzt? Was sind das denn für Viecher? Zumindest sind die relativ leicht zu hacken, also. So, probieren wir mal ihn hier. So, er ist wieder ein bisschen schwieriger. Aber irgendwie, mittlerweile macht mir das Hacken sogar schon ein bisschen Spaß. Ich muss ja einmal durch, tut mir leid. Ja gut, aber der hält sich in Grenzen. So. Au. Okay. Nein, verdammt. Okay, ich darf keine Heilgegenstände benutzen. Das ist natürlich nicht so geil. Hallo, wie sieht ihn an? So, ciao. Mit dir ist es auch vorbei. So, komm schon. War das endlich? Jawoll. Ha, herrlich. Das will ich doch mal meinen. Gut gemacht, in Übereinstimmung mit Regel 61.192 übergebe ich euch nun eure Belohnung. Gold, Erdgrenzen, schwarze Perle, Meteorit, Moderit. Okay, es ist okay. Ihr wollt wissen, wie viele Regeln wir haben? Wie ich hörte, haben wir erst kürzlich die 124.000. Regel überschritten. Wir müssen von den Masken der Vergangenheit lernen und unser Regelwerk weiter ausbauen. Ja, okay, möchte die Prüfung in Angriff nehmen? Was gibt's denn jetzt noch? Für 60, alles klar. Alles klar. Ach komm, wir probieren es noch einmal in der Folge jetzt. Stufe 60. Okay, gewinn den Kampf im Dunkeln. Okay. So, machen wir natürlich weiterhin mit Hacken. So, und wir müssen das auch mit Hacken machen, weil, ganz ehrlich, ich glaube, mit normalen Schaden kriegen wir die nicht down. Aber zumindest sind die nicht schwer zu hacken.
Zweite Mal. Auch er hier ist nicht so ganz so schwer. Komm schon. Dann nehmen wir jetzt den auch nochmal mit. Ich hoffe, dann sind die Kleinen jetzt weg. So. Ja, nice. Und diese komischen Türme sind ein bisschen nervig, muss ich gestehen. Wow. Das war knapp. Ach komm, geh down. Also für all diejenigen, für die das jetzt gerade langweilig ist, entschuldige ich mich natürlich, aber ich, also mir macht das Hacken, wie gesagt, mittlerweile sogar ein bisschen Spaß. Ist eigentlich ein bisschen gescheatet, aber es ist eben eine Mechanik vom Spiel, insofern weiß ich nicht, ob man das jetzt unbedingt als Cheaten bezeichnen kann oder möchte. Ich finde diese Schockwelle, die ausgelöst wird, die ist irgendwie auch cool. Wir müssen die einfach immer nur alle zusammen auf eine Stelle trommeln und dann geht die sofort down. So, hier ein bisschen anspruchsvoller. So. Das war er. So, der nächste. Die sind alle zum Tanz bitten. So, komm schon. Ach, herrlich. Wenn man einmal den Bogen raus hat. Oder machen wir mal hier ein bisschen pulverisieren. So, jetzt können wir hier mit der Schockwelle erstmal wieder alle betäuben. Bam! Und dann erstmal wieder hier zack, 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 zack. Oh. Den hat schon so auseinandergenommen. Komm, dann nehmen wir dich nochmal so mit. Du hast doch so viel Lebensenergie. Wenn es weiter nichts ist. Im Sprung. So, dritte Runde. Jetzt kommen die Dicken wahrscheinlich. Och, nur nicht solche. Zum Glück kann ich hacken. Da muss ich ja jetzt gerade mal loswerden. So. Okay. Der braucht ein bisschen mehr auf jeden Fall. Au. Wow. Okay, ich muss aufpassen. Man darf auch nicht Mist machen. Das geht relativ schnell. So, dann machen wir mal den hier. Zack, 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 zack. Boah. Und wir können nicht heilen. Okay. Das ist wieder sehr fies. Verdammt, jetzt bin ich auch so eine blöde.
Verdammt. Okay. Wir kriegen es aber hin. Also es ist jetzt nicht unmöglich. Ist okay. So, nochmal versucht, alles klappt. So, liebe Freunde, das machen wir aber dann in der nächsten Folge. Dann versuchen wir jetzt nochmal mit Prüfung Nummer 4 mit auf Stufe 60 und mit unserem Hacking-Skill soll das dann funktionieren. Danke fürs Zusehen und bis dahin, macht es gut!